Heute seht ihr ein neues Video über einen verstorbenen Schauspieler der DDR, der seine Karriere auch im wiedervereinten Deutschland fortführen konnte. Die Wahrheit über Jan Spitzer. Jan Spitzer wurde am 16. Mai 1947 in Sangerhausen geboren. Er absolvierte seine Schauspielausbildung an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Dort legte er den Grundstein für seine beeindruckende Karriere. Schon als Schauspielstudent spielte er die Hauptrolle in 1967-68 produzierten Film Abschied, einer Verfilmung des gleichnamigen Romans von Johannes R. Becher. Spitzer beschrieb seine Rolle als Aussteigertyp, wozu er mit seinen für die damalige Zeit relativ langen Haaren prädestiniert gewesen sei. 1980 übernahm er an der Seite von Janina Hartwig unter der Regie von Wolfgang Hübner in dem DEFA-Märchenfilm Gevatter Tod die männliche Hauptrolle des 13. Bauernsohns Jörg. Bereits 3 Jahre zuvor hatte er in einem weiteren Märchenfilm, Der Hasenhütter, eine Hauptrolle inne gehabt. Im Fernsehen war er mehrfach im Polizeiruf 110 zu sehen. Er spielte Friedrich Engels in der Fernsehserie Marx und Engels Stationen ihres Lebens von 1978 bis 1980. Nach der Wende stand Spitzer deutlich seltener vor der Kamera, zuletzt 2012 in der Fernsehserie Klinik am Alex. Spitzer war auch als Theaterschauspieler tätig. So hatte er Engagements an Schauspielstätten in Altenburg, Halle, Schwerin, am Deutschen Theater Berlin, sowie am Volkstheater München und dem Berliner Ensemble. In der ersten Hälfte der 1970er Jahre betätigte sich Spitzer als Sänger. Im Jahr 1970 erschien seine Single Wer bist du? Bei dem Plattenlabel Amiga. Bereits in der DDR hatte Spitzer erstmals als Synchronsprecher gearbeitet. Ab den 1990er Jahren arbeitete er vorwiegend als Synchronsprecher und lieh unter anderem James Remar, Chris Cooper, John Voight, Ted Levine, Danny Trejo, Joaquin de Almeida, Brett Garrett, Alan Arkin seine Stimme. Er sprach auch bei Zeichentrickserien, unter anderem die Labormaus Breen. Außerdem Splinter in Teenage Mutant Ninja Turtles und Dr. Drachen in Kim Possible. Von 2009 bis 2011 war Spitzer als Sprecher bei den Störtebeker Festspielen auf der Insel Rügen tätig. Am 9. November 2022 gab Jan Spitzers Sprecheragentur den Tod des Schauspielers am 4. November 2022 im Alter von 75 Jahren bekannt. Möge er in Frieden ruhen. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst einen Daumen hoch da. Abonnieren nicht vergessen. Und kommentieren. Und noch etwas in eigener Sache, schaut auch mal auf meinem zweiten Kanal vorbei. Hier arbeite ich Biografien von Mördern aus aller Welt aus.